Kompetitiv Insight, bei mir ist die Jana. Hallo. Für ein Kochspezi. Hast du schon ein Video mit mir gemacht oder ist das das erste? Vor sehr langer Zeit, glaube ich, dass ich meinen Bauch gegessen habe. Okay, ja, dann könnt ihr mal nach unten scrollen, vielleicht findet ihr das Video. So, wir zeigen jetzt mal an, du willst später Ringe auch tragen, ne? Dann musst du da etwas tiefer haben, ne? Ich zeige das dir mal jetzt an. Ich hoffe, es ist nicht zu tief, aber das hast du gerade hingezeigt. Schaust du einmal in den Spiegel, ob es dir gefällt. Dann bleib sitzen. Ah, okay. So, in die Hand. Siehst du den Punkt? Ja, so ziemlich. So ziemlich ist nämlich ganz. Also, du musst sagen, noch höher, noch tiefer. Ja, das war's. Sicher? Ja. Ich mach's dir auch gerne noch ein bisschen woanders. Nein, das war's. Also, ich find's gut auch, aber, was nicht. Ich möchte nicht, dass du denkst, du musst gleich beim ersten Hurra schreien. Dann kannst du auch sagen, nein, das war nichts. Dann, Glitzersteine haben wir gesagt? Ja. In weiß? Ja. Dann in die Hand bisschen, ganz klassisch, alles Stelle verpackt. Und dann stell dir es dabei. Schmerzmäßig, du hast die Nase schon, den Bauch schon, das ist alles easy. Das ist wirklich keine große Sache. Geht eine Sekunde, zack, und ist schon wieder vorbei. Dann machen wir den Spuck rein und wir haben es geschafft. So, dann. Los geht's. Entspann dich, vertrau mir. Das Ganze geht wirklich super schnell. So. Rüberdrehen. Soll ich die Haare irgendwie wegmachen? Naja, alles gut. Geschafft. Das hat irgendwie gar nicht wehgetan. Ich hab's mir schon erwartet. Siehst du? So soll es doch sein. Das. Und dann schon wieder vor dich. Noch Fragen? Nein. Die Pflege kläre ich dir gleich noch. Ja. Ist ja im Spiegel, wow, mega schön geworden. Ist auch so tief, muss ich sagen, hat auch was. Also meistens mache ich es ja weiter oben. Aber so weit unten ist schon auch Style, ist schon auch cool. Wow. Ja, hat auch was. Ne? Also man muss ja nicht immer nach oben. Wie gesagt, bei deinem Ohr passt auch, weil du so ein offenes Ohr hast. Weil du dann ein sehr geschlossenes von der Lieblingsfalle, bei dir nichts cool hast. So. Bitte für der Pflege, Potter den Spray gehen, wie immer, wie alt bewährt. Das Einsprühen bitte vorne hin. Mit der Küchenrolle kurz feucht abwischen, reinigen. Und dann das Gel drauf tun. Vom Gel dann den Tropfen auf den Finger, vorne hinten drauf tun, Piercing bewegen und du bist fertig. Okay. 3 Wochen zweimal am Tag, dann 3 Wochen einmal am Tag, das heißt 6 Wochen am Stück. Und in 6 Wochen sehen wir uns wieder hier. Dann wechseln wir aus auf den Ring und du musst euch gerne jetzt. Haare färben bitte 6 Wochen nicht. Ja. Dampfbad zu lagen im Sauna bitte 3 Wochen. Okay. Und schwimmen bitte auch dann. Okay. Gibt's Fragen? Ja, wie lange dauert es circa, bis das abheilt? Es hängt davon ab, mit der von deiner Heilung generell vom Körper. Bei der Nase, beim Bauch, auch wie beim Ohr, so 6 Wochen würde ich sagen, es ist gut verheilt. Manche Kunden sagen, es ist schneller, weil sie so eine schöne Wundheilung haben. Andere sagen, ja, hat 8 Wochen gedauert. Wir haben Regelfall so 6 Wochen. Okay. Noch Fragen? Nein, wirklich. Dankeschön. Danke dir. Dann, danke fürs Kommen. Hat mich gefreut. Danke fürs Video. Tschüss und euch danke fürs Zuschauen. Tschüss.